hier ist die Sabrina von Rutter Toys und der Bernhard von Rutter Toys. Schön, dass ihr dabei seid. Mich freut's. Mich auch. Und heute mal mit Epsi, wo wir wirklich sagen was. Ach, ist das herrlich. Man braucht auch mehr einfach was zu lachen. Vor allem in dieser Zeit momentan, die schon sehr lange anhält. Ja, es ist wirklich toll. Wir haben für euch insgesamt 4 Spiele. 3 Spiele sind aber von den 3 Magiern. Genau. Wobei wir jetzt auch kleiner sagen müssen, eins davon haben wir noch nicht. Also noch nicht selbst im Repertoire, noch nicht selbst gespielt. Ich bring's jetzt mal nach vorn. Dann brauchst du nicht sagen, wie es hörst. Es ist der Plapperagei. Ich drehe es jetzt mal um. Wir können ruhig auf Pause machen. Vielleicht können Sie ja irgendwie lesen, wenn die Kamera fokussiert. Da geht es quasi auch um Schnelligkeit, dass man ja entweder Sachen nachsprechen muss oder, ja, wie gesagt, da ist jetzt ein gelber Affe, man darf aber das Wort gelb nicht sagen, also sowas in der Richtung muss das sein. Wir haben es selber nicht gespielt, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle, lege ich es lieber auf die Seite. Noch nicht. Noch nicht, es wird noch kommen, definitiv. Denn 2 haben wir auch. Richtig. Und die sind Oberhammer lustig. Also wenn ihr wirklich auf Gesellschaftsspiele aus seid, empfehlenswert zu 100%. Ja. Es macht unglaublich Spaß. Wir haben jetzt einmal hier die Mogelmotte. Kommt mal ins Bild geflogen. Einmal Mogelmotte. Ein wirklich schönes Kartenspiel. Und bei dem Spiel, da sieht man jetzt ein paar, ich schau mal, ob wir es so hinbekommen. Man sieht die Kartenfarben. Die grüne Karte ist quasi, man muss schummeln. Es gibt nämlich Karten wie diese hier. Seht ihr die lila Karte? Das ist eine sogenannte Mottenkarte. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meiner Frau. Die Mottenkarten darf nur der ausspielen, der die grüne Karte hat, der Aufpasser ist vor der Runde. Alle anderen müssen schauen, dass die wegmogeln. Irgendwie. Wegschmeißen. Runterfallen. Oder eine Karte doppelt hinlegen, also eine normale Karte, wo die andere doppelt ist. Keine Ahnung. Egal, man kann sich alles einfallen lassen, nur man darf sich nicht erwischen lassen. Wird man erwischt, dann ist man selber der Aufpasser, muss die Karte, die man quasi weggeschummelt hat, nehmen und muss sich wieder eine vom Stapel ziehen. Genau, gibt aber noch andere Funktionen. Ja, es gibt sehr viele, was heißt sehr viele Funktionen, aber es gibt noch welche. Wow. Ja, warten wir kurz, weil gleich kommt es nochmal. Es gibt noch eine Geschwindigkeit, also eine, wo es auf Schnelligkeit drauf ankommt, die Stechmücke in Pink. Wird die rausgelegt, dann müssen alle anderen draufhauen, so schnell es geht. Der Letzte bekommt dann von den anderen Mitspielern jeweils eine Karte zugesteckt. Eine Strafkarte. Dann, glaube ich, gibt es noch die Spinne. Spinne mit Geschenk. Ja, da kann man dann eine Karte geben, einen x-beliebigen geben. Dann da gibt es noch die Ameise. Da darf dann jeder in den Genuss kommen und sich eine Karte vom Stapel nehmen, damit man ja nicht zu wenige bekommt. Oder wo man auch schnell sein muss bei der gelben Kakerlake. Ich glaube, das ist eine Kakerlake. Ich glaube, Kakerlake ist, ja. Wo man, die schauen alle so drollig aus, wo man dann einfach schauen muss, dass man die gleiche Zahl quasi der Karte nochmal drauf. Richtig. Da. Das haben wir ganz vergessen. Das Spielprinzip ist so, es geht von 1 bis 5. Mhm. Und man darf immer nur, wenn jetzt quasi eine 3 liegt, dann darf man immer nur entweder 1 dazu oder 1 wegnehmen. Das heißt, bei einer 3 entweder eine 2 oder eine 4. Also es ist eine 5, da kann man die 1 oder eine 4 legen. Genau. Da kann man manchmal verzweifeln. Ja, oder man muss sich einfach eine Karte wieder nehmen. Genau. Aber am besten einfach wegschummeln. Genau. Dann hat man am schnellsten gewonnen. Aber wie gesagt, ihr seht das Ganze mal live. Das heißt live, wir werden ein Video machen, wo wir mit unserer Familie oder wer gerade Zeit und Lust hat, das Ganze mal ausprobieren und zocken. Dann haben wir noch das Dodlido. Dodlido! Ein Spiel, wo man denken muss. Also zugegeben, ich verliere meistens, weil ich habe es zwar eigentlich richtig im Kopf, aber der Mund ist einfach schneller. Es geht nämlich auch hier wieder um Schnelligkeit. Ja, es gibt unterschiedliche Karten. Es gibt
Tiere, unterschiedliche Tierarten in unterschiedlichen Farben. Und da ist jetzt die Herausforderung, die Mehrheit siegt im Endeffekt. Das heißt, es wird ein Dreierstapel gelegt. Du hast immer drei Karten dort und es geht dann immer so im Uhrzeigersinn, eine legt dann immer eine drauf. Es ist jetzt so, gibt es keine Übereinstimmung, ist es nix. Das heißt, derjenige, der da rauslegt, muss nix sagen. Wenn jetzt der erste dran ist mit der ersten Karte, natürlich nix. Kommt jetzt die zweite Karte dazu und ist jetzt ein anderes Tier und eine andere Farbe, ist wieder nix. Ist aber jetzt zum Beispiel beides die weiße Farbe, dann muss der Spieler sagen weiß. Dann kommt jetzt die dritte Karte mit dazu. Ist jetzt dann so, dass man quasi mit drei Karten zwei Pärchen machen kann. Das heißt, zweimal die gleiche Farbe, zweimal das gleiche Tier, muss man sofort Dudli-Du sagen. Das ist natürlich das Hauptproblem. Was das Ganze dann noch erschwert, ist die Schildkröte. Oh ja, die Schildkröte. Langsam. Richtig. Also muss man überall davor sagen. Also am Schluss sagt man dann nicht mehr Dodelido, sondern eher Dödelido. Ja, mit den ganzen Ös. Es kann nämlich auch vorkommen, dass man zwei Schildkröten hat und dann sind auch wieder zwei Pärchen. Das heißt dann Dödelido. Nur so als Beispiel. Also es ist Hammer. Dann gibt es nur das Krokodil. Wenn das rauskommt, müssen alle so schnell wie möglich wieder draufhauen. Wer dann tatsächlich am langsamsten war, darf sich den kompletten Stapel gönnen. Richtig. Und gewonnen hat der tatsächlich alle Karten als erstes mehr hat. Ja. Genau. Also ich glaube, ihr werdet das Ganze mal nur in einem schönen Video von uns sehen, uns gegenseitig wirklich wegschmeißen werden vor Lachen. Und das war es jetzt von den drei Magiern. Ich weiß, normalerweise macht man ja nicht, dass man irgendwie so andere Hersteller mit ins Video reinzieht. Aber es passt gerade so schön und wir haben es auch. Es gibt von diesem Spiel sehr, sehr viele unterschiedliche, ja, wie nennt man es, nicht Varianten, aber Motive kann man sagen. Themen. Es gibt Themen. Themen. Es gibt eine Basisversion, wir zum Beispiel haben die Basisversion Harry Potter und Paw Patrol. Und Paw Patrol haben wir auch momentan noch im Laden einen Star. Deswegen können wir euch das jetzt zeigen. Das heißt, ich trage es jetzt mal kurz. Kurz ist vorbei. Kurz nach vorne. Sieht man jetzt natürlich nicht allzu viel. Doch, da hinten. Jetzt passt auf. Seht ihr das? Ja, man kann es ein bisschen sehen. Ich glaube, man sieht schon. Es sind runde Karten mit sechs Motiven drauf. Die packt es jetzt auf. Packt es jetzt auf. Kennst du das? Aber es ist eingeschweißt. Die dann ewig so schwer zum Aufmachen sind, keine Schere zu haben. Das nächste Router Toys Video verzögert sich um 15 Minuten. Nein. Aber das ist so toll. Also wir sind eine richtige Spielefamilie. Wir haben einen ganzen Schrank. Ach, das reicht gar nicht. Es gibt so tolle Spiele und das ist tatsächlich auch eins davon. Das nächste Router-Toys-Video verzögert sich um 20 Minuten. Ich liebe dich, mein Schatz. Das ist ein bisschen einfacher, weil es eben für die eher kleineren ist. Ich trage jetzt mal zwei Stück nach vorne. Nur einmal kurz zum Spielverständnis. Es geht um Geschwindigkeit. Es gibt unterschiedliche Spielvarianten. Wir spielen es immer so. Alle Karten werden ausgeteilt an die Spieler. Bis auf eine. Bis auf eine. Die kommt dann zum Schluss in die Mitte. Und dann ist wirklich ein blitzschnelles Auge gefragt. Denn es sind pro Karte sechs Motive drauf. Ich halte es jetzt mal in die Kamera rein. Sechs Motive. Und dann habe ich jetzt diese Karte noch. Ich halte es jetzt mal beide so hin. Ich hoffe, die Kamera kann fokussieren oder auch nicht. Auf alle Fälle ist immer ein Motiv auf der anderen Karte drauf. Oh, das halte ich jetzt zu. Da ist Rider. Das heißt, die Karte liegt dort, die hat der Spieler, zack, drauf, Rider. Und so geht es natürlich weiter. Und gewonnen hat dann der als erstes alle Karten weg hat. Also wie gesagt, es ist zum Schluss schon so,
Du siehst nichts mehr. Du hast keinen Plan mehr. Das Ding, das kann 12 cm groß sein, das Symbol. Du siehst es nicht mehr. Es ist Hammer. Obwohl es bei dem jetzt vom Paw Patrol ist, ja wie gesagt, für die Kleineren eigentlich relativ einfach ist. Es sind nicht ganz so viele Motive drauf und auch von der Größe her relativ gleich. Aber bei den Größeren, das sind zum Beispiel eben das Harry Potter. Ja. Oh mein Gott. Von so groß auf so klein. Ja. Ja, natürlich ist jetzt so, dass der Großteil von uns gar nicht weiß, wer hier was ist von den Symbolen her. Deswegen gibt es da die tollsten Wortvarianten, wie goldenes Flugdingens und der Mann mit die Wuschelhaar. Mann mit die Wuschelhaar. Oder, ach meine Güte, statt dem einen, wo man, sag ich mal, Gollum, aber vielleicht weiß jetzt jeder, was ich da für ein Helferchen mein vom Harry Potter da. Also ich gesagt, es ist ziemlich lustig, allein schon wegen den Begriffen, die man sich dann da raussucht. Es macht jede Menge Spaß. Das zeigen wir euch natürlich auch. Also wir werden wirklich die drei Spiele, die wir haben, die werden wir euch präsentieren. Und es wird bestimmt lustig. Es wird dann wieder kein so kurzes Video wie jetzt, sondern ich könnte euch wirklich darauf einstellen, dass das wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens sein wird. Aber eine lustige. Auf alle Fälle. Und dann sind wir eigentlich soweit schon fertig. Genau, aber wenn ihr noch andere Spiele wisst und sagt, Mensch, das darf uns interessieren, oder habt ihr das? Ja! Wir können ja mal in unserem Spielerschrank schauen, vielleicht haben wir schon, wir können es vorstellen. Oder ja, wir bestellen es einfach für euch. Richtig. Oder ihr sagt einfach mal, hey, uns gefällt es, wenn ihr irgendwie so ein Spiel spielt, dann können wir vielleicht das einmal einrichten, dass wir öfters einmal so ein Spielevideo von uns online stellen für euch. Solange keiner die Kamera auf mein Gesicht hält, ist alles in Ordnung. Nein, wir blenden einfach eine Farbskala ein. Ja, mir geht's jedes Mal so. Ich muss immer viel lachen bei den Spielen. Ja, da kriegt man nicht so viel Luft und dann wird man mit irgendwelchen Gegenständen verglichen. Ja, da kommt einfach zum Beispiel so ein Rot dazu. Und oder dieses. Es ist immer ganz lustig. Es ist immer sehr lustig bei uns. Genau. Also, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend. Wann immer ihr auch zuseht. Eure Sabrina. Und Bernhard. Tschüss. Nö.